Welcome to my sanctuary, Grandmaster. I am Evelyn, the Goddess of Light. To begin, choose your dominant hand. Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen bei Shadow Legend. Das Spiel ist heute veröffentlicht worden. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war es noch nicht veröffentlicht, weil das ganze Spiel hier unter einer NDA stand. Ich durfte also nichts veröffentlichen. Ja, ist ein richtig geiles Rollenspiel, das werdet ihr gleich sehen. Ich fange jetzt hier nochmal komplett von vorne an, um euch mal alles zu zeigen, wie geil das aufgebaut ist, wie alles funktioniert und so weiter. Ja, wenn ihr das jetzt schaut, das Video, und euch gefällt das Gameplay nachher, dann kauft das Spiel auf jeden Fall. Ihr werdet es mit Sicherheit nicht bereuen. Jetzt fangen wir aber erstmal hier an. Ich soll jetzt hier meine Hand, ob ich Links- oder Rechtshänder bin, angeben. Rechtshänder. Das liebt Toshi so sehr. Ja, ich bevorzuge Locomotion. Wer mag schon das hier? Also, Locomotion. Ha! Klappt auch ganz gut. Das hier ist mein Inventar. The gold coins you collect on your quest will tally on your right hand. And your health can be found on your left. Try collecting all the items in front of you. Now, open your inventory from around your belt and use the potion to fully heal yourself before approaching. Jetzt habe ich das falsch aufgebaut. Einen Augenblick. So, man hat hier die Truhe, das ist das Inventar. Kann man überall hinstellen. Und dann sieht man, was man hier drin hat. Echt cool aufgebaut. Ja, wir sollen jetzt hier unseren Heiltrank nehmen, weil hier ist die Anzeige, 50% haben wir nur, also trinken wir mal. Lecker! Das Spiel hat noch ein kleines Gimmick, würde ich sagen. Man kann, wenn man Cortana aktiviert hat, die Texte, die man hier nachher sieht, die man den Leuten antworten kann, kann man selber sprechen. Leider ist alles auf Englisch. Mein Englisch ist auch nicht wirklich sehr gut und ich habe auch mit ein paar Texten Probleme gehabt. Ich habe mal so eine halbe Stunde reingeguckt und ja, alles konnte ich nicht wirklich übersetzen, aber es ist eigentlich alles relativ klar, was hier passiert. Von daher kann man davon erstmal absehen. Wenn hier später nochmal eine deutsche Sprachausgabe oder so reinkommt, wäre es natürlich fantastisch. Aber ihr seht ja selber, das Spiel ist echt genial gemacht. Also ich finde alleine hier diese Kapelle schon mega. Ja, fangen wir mal an. Ja, wir starten einfach mal das Game. Da tut sich was. Hallo! Grandmaster, though you are powerful and have conquered all of the challenges in your world, you will soon find a threat beyond your reckoning. By the hand of the unspoken shadows, this world will fall. Your knights stand by you in this darkness, but even they will be devoured. War ich das jetzt, oder? No grave shall be dug, and no crypt shall be laid for these unfortunate souls. Their unkindled corpses rise to power the army of the undead, and death is their only salvation. Also die guten Ritter kommen als böse Kreaturen wieder. You are the only one with the strength and skill to save your people, and with my aid, you can stand against these shadows from beyond. Quickly, ready your sword, and take this. Use the torch to recover the souls of the fallen and bring light to the darkness that threatens us all. Okay. For you are the one true hope, Grandmaster. Hiermit sollen wir die Seelen nachher befreien, wenn wir die gekillt haben. Wow. Try blocking the enemy's attacks with your sword. Also einfach nur hin und her schlagen nützt hier nichts. Die parieren ganz gut. Swing harder to hit higher damages, Grandmaster. Also desto härter ich schlage, desto mehr Schadenspunkte mache ich. Na, jetzt hat er mich getroffen. Jetzt wird uns angezeigt, dass wir hier die Arme abschlagen können. Ach Junge. Ha. Eat this.
Und jetzt, Junge? Du siehst nicht mehr ganz frisch aus. Ja, wir haben den Gegner besiegt. Mit unserer Fackel können wir jetzt das Herz hier einnehmen oder die Seele. Grandmaster. Okay. Grandmaster, are you all right? Ja, ich bin all right. Ja, Leute, wir sind auf einmal hier gelandet, nachdem wir diese Seele eingenommen haben. Mit unserem Stab hier. Wir sehen auch hier eine Eins. Nehmen wir da immer die Goldstücke mit. A book on the gods of Anaria. It reads, Evelyn, the divine goddess, shines her torch of light upon this world. Her light bestows us with warmth, healthy crops. Okay, also hier ist die Göttin des Lichts und hier der Gott der Dunkelheit. Oh, das sieht so genial aus. Okay, gehen wir erstmal hier ein bisschen rum. Check your progress by opening the start menu. Ja, ja. So. So, das sind Runen. Die geben uns irgendwelche Kräfte. Ich weiß noch nicht so ganz genau was. Aber die müssen wir auf jeden Fall einsammeln. A book on the runes of power. It reads. These runes of cosmological power enable the bearer to wield more powerful weaponry, even some... Okay. Ja, die Runen müssen wir auf jeden Fall einsammeln. So, wir können auch klettern, das funktioniert auch echt genial. So, wie wir hier sehen, liegen da überall noch Sachen. Hier kann ich mich, glaube ich, auch hochziehen. Ja, so, dann bin ich auf dem Dachbalken. Oh, und schon bin ich unten. Warte, ich muss mich mal kurz zur Kamera drehen. So. Ich versuche mal kurz. Ah, so geht's besser. Okay, jetzt können wir die Sachen hier einsammeln. So, das mache ich auch mal kurz. Werde das wahrscheinlich dann auch überspringen, damit es nicht zu lange dauert für euch. So, hier liegen auch Schlüssel, die können wir einsammeln. Oder nicht? Doch, okay. So, jetzt brauchen wir nämlich schon den Schlüssel, habe ich mir gerade schon irgendwie gedacht. Können wir den aus unserem Inventar holen, aufschließen. All the runes have been collected here. Go forth with their strength. Wie gesagt, ihr müsst echt immer alles absuchen, weil... hier super viel versteckt ist. Wir können auch Schubladen öffnen. Und man braucht wahrscheinlich nachher echt diese Goldmünzen und Kelche. Jetzt zeige ich euch mal noch was Cooles, was man machen kann. Das hat mich so tierisch an Gothic erinnert. An Gothic 2. Da konnte man ja auch Schwerter schmieden. So, jetzt haben wir hier so ein verkrüppeltes Schwert. Jetzt gehen wir mal zum Amboss. Und schon ist es gerade. Nochmal hitzen. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt ist, da probieren wir es nochmal aus. Und abkühlen. So, jetzt können wir noch zum Schleifstein. Wo war er? Da. Und das konnte man bei Gothic ja auch machen. Da haben wir halt immer Punkte gekriegt dafür. Wie ihr seht, ist hier auch. Echt genial. So, sammeln wir mal kurz hier noch ein paar Münzen ein. Truhen nicht vergessen. Kann ich da eigentlich auch hinnehmen, die Schild? Das Schild? Ne, das kann ich nicht nehmen. Aber wir können uns hier alle Waffen aussuchen, die es so gibt. Das funktioniert echt alles so gut. Echt genial. Gucken wir mal ganz kurz oben, ob da noch irgendwas ist.
Ne, hier haben wir alles eingenommen, glaube ich. Hier ist noch ein bisschen Gold. Jetzt gehen wir mal zu dem Kamerad hier. Ganz kurz schauen, wo ich bin. So. So, und hier haben wir es jetzt. Wir können diesen Dialog laut aussprechen oder man kann ihn einfach mit der Hand greifen. Aber zum Testen versuche ich das jetzt mal. Ich hoffe, es klappt, weil manchmal setzt Windows dann mein Mikrofon um und das funktioniert nicht. Sorry, Samson. I must have been lost in thought. Seht ihr, das klappt nicht? Ich hab's beim letzten Mal, hat's echt geklappt. Ich versuch's nochmal. Sorry, Samson. I must have been lost in thought. Ja, scheinbar hat Windows wieder gedacht, okay, ich muss das Mikrofon nochmal umsetzen. Deshalb greife ich es jetzt, aber es klappt auf jeden Fall. Ich habe es schon probiert. Ist ein nettes Gimmick. Ob man das jetzt braucht, weiß ich nicht. In Deutsch wäre es natürlich nochmal besser, wenn man das dann wirklich sprechen kann. Aber ja, man hat hier vorgefertigte Texte und bringt das jetzt mehr Immersion, wenn ich die einfach vorlese? Wenn ich mich jetzt wirklich mit diesem Typ hier unterhalten könnte, das wäre genial. Aber soweit sind wir noch nicht, dass die KI so gut ist. Von daher müssen wir damit zurechtkommen. Ich werde jetzt aber einfach den Text greifen. Well, I'm glad you have awoken from your dream state. I had feared the worst. Also es war gerade ein Traum scheinbar, den wir eben in dieser Kapelle hatten. It was nothing to worry about, my good friend. Nothing at all. This darkness creeps into our world. Will consume us all. Das ist gut. Die Darkness, also die Dunkelheit, wird alles hier einnehmen. I hadn't any idea that something could strike fear into the heart of you. I presume your dream was of the undead knights invading our realm? Yes, and I must put a stop to these attacks. But the enemies of the darkness elude me. How does a mere mortal slay the beasts from a world beyond? Können ja gar nichts anderes aussehen. That is exactly why I requested your presence. From the titanous shards of the fallen enemy's weapons, I have forged you a great sword that our Templar priest believes can separate their very soul from these creatures' flesh. As I have learned, mortal weapons are of no use in the battle against this darkness. I need these weapons you speak of immediately. Ja, das nehmen wir. Ich will jetzt nicht alles, jeden Text hier übersetzen und so weiter, weil es wird uns den Rahmen sprengen, würde ich sagen. Deshalb kürzen wir das so ein bisschen ab. We have lost much to these beings, and there is so much more to fear. I can only hope this sword will serve you well, Grandmaster. May the goddess of light shine upon your battles to come. Sorry, Alter. Thank you, Samson. This is a fine blade. I will be on my way soon enough. Ja. Jetzt haben wir sogar einen Cut verpasst im armen Kerl. So, Vorsicht, wo ich jetzt hier damit hinhaue. Jetzt versuchen wir mal, ob wir das auch nochmal irgendwie. Ja, jetzt versuchen wir mal, ob wir es schmieden können nochmal oder verbessern können. Halten wir einfach mal in die Glut. Okay, das wird nicht heiß. Also können wir das schon mal nicht mehr neu schmieden, aber vielleicht schleifen. Wenn es das ein paar Bonuspunkte bringt. Jawohl. Ja, cool. Das hat auf jeden Fall geklappt. So, haben wir jetzt alle Truhen und so geöffnet hier? Ja. Schublade ist leer. Hier wird's auch, also hier gibt's auch Rätsel. Und da ist noch was. Wir sind doch, glaube ich, nicht so einfach. Jetzt hauen wir mal hier was. Ah. Wow. Also wir sind leicht angetrunken. Ich weiß auch nicht, inwieweit hier dieses Schmieden nochmal irgendwie was bringt. Ob es wirklich nur ein nettes Gimmick ist oder ob das nachher wirklich erforderlich sein wird. Ich finde es auf jeden Fall echt cool und wär geil, wenn man hier seine Waffen echt immer wieder verbessern könnte. Okay, gehen wir mal raus. Wow.
Ich hab's ja schon mal gesehen, aber trotzdem bin ich echt noch begeistert. Be wary of your step, Grandmaster. Jetzt zeige ich euch nochmal hier was Nettes. Kann man sich schön Fleisch braten. Bringt wahrscheinlich dann auch Heilung. So, hier ist noch eine Truhe. Checken wir direkt mal. Wenigstens wird man hier jetzt nicht direkt als Dieb oder so beschimpft. Hier irgendwas. Ha. Also 22 scheint der größte Schaden zu sein, den man mit dem Schwert jetzt hier machen kann. Oh, guck mal, da liegen Karotten. Hallo. Na du, ist schön. Ja, fein. Fein. Das willst du nicht mehr, oder was? Ich kann die auch essen. Komm, kriegst du noch was. Okay, was ist denn hier mit... Ah, warte mal. Erst die Truhe, bevor wir jetzt mit dem hier hantieren. Good day, Grandmaster. Ha, der Pfeife. Ah. Na du. Good day, Grandmaster. Hey, ruhig. Be nice, Phoenix. Good day, Dorian. Any message from the Eagles this morning? None, sir. The last we received was of the attack at Fallen Oak Harbor a few days back. It has been very quiet of late. Okay, seit lange ruhig. Es wurde vor ein paar Tagen noch irgendwo eine Stadt angegriffen. No news is good. Good news. Yeah. Could I trouble you to send a message of your own? Very well, send for me if you should hear any news. Lass mal. Yes, certainly. What should I send and to whom should I send it? Du sollst was für mich schicken und ich erkläre jetzt, warum er das schicken soll. Okay, er soll den Priestern erklären, dass ich eine Vision hatte von dieser Göttin und dass ich in diese Schattenwelt muss. You have spoken to Evelyn in a dream. The High Priest will be overjoyed with such news. Did you hear that, Phoenix? Phoenix, ab, Junge! Fly, my friend! Fly! Fly, my friend! Word is on its way, Grandmaster. Okay, weiter geht's. So, hier klauen wir mal die Opfergaben für die Göttin. Hier, da ist eine Rune. Also, wir sehen hier überall Runen. Da oben ist eine Rune. Da, und also, die muss man dann irgendwie versuchen zu kriegen. Hier ist ein Stock und ein Hundeknochen. Zeige ich euch gleich. Hier versteckt sich irgendwo mein kleiner Hund. So, wo ist denn hier unser kleiner Hund? Ah, der kommt bestimmt gleich. Noch eine Rune. So, jetzt zeige ich euch den Bogen. Na? Grandmaster, care to display your talents on the range? Samson has left me an extra bow and some new arrows for us to try out. Okay, wir können jetzt hier den Bogen nehmen. Grandmaster, grab an arrow off your back. Also, so ist wahrscheinlich eher richtig, aber ich schieße so ungern, deshalb mache ich das so. Ich kann so besser zielen. Fire.
Fine shot. Nice hit. Also die Bogenphysik, genau wie bei Indes, echt sehr gut gelungen. Good pull. Grandmaster, your bow can be retrieved again by grabbing it off your back. Ne, Bow. Bow Aim Assist brauchen wir nicht. Das klappt eigentlich so schon ganz gut. Oh, Bullseye! Bullseye! Ja, okay. Jetzt haben wir unseren Bogen schon. Ach, da ist der kleine Hund. Na du, hi! Ja, feiner Hund. Ja, wo ist der Feine? Ja, wo ist der Feine? Ja, hol das Stöckchen. Hol das Stöckchen. Echt nett gemacht. Ob der nachher unser Begleiter wird, weiß ich nicht. Aber der bringt den jetzt auch noch schön. Ja, hast du fein gemacht. Ja. Wenn ich den streichle, vibriert der Controller so ein bisschen. So, jetzt müssen wir den aber jetzt auch gleich einen Hundeknochen geben. Ja, hast du fein gemacht, Junge. Ja, hier. Oh, ist auch zufrieden. Ja, wie alle Hunde, jetzt lässt er einfach nicht mehr locker. So, hey Clifford, kletter mal hier mal drauf. Oh. Oh, ein Wagenrad. So, ihr seht ja da oben die Dinger, da kommen wir echt nicht ran. Deshalb nehmen wir uns mal unseren Bogen. Ah, das ist schon schwieriger zu treffen. Ah, den habe ich doch gerade getroffen, oder? Vielleicht müssen wir einfach näher rangehen. Ja, da fällt es runter. Zack. Und wir springen jetzt auch einfach hier runter. Ah, guter Schlag. Macht weiter. So, hier haben wir noch ein Pferd. Ja, du kriegst auch was. Ich kann euch ja nicht hungern lassen. So. So, hat er jetzt was von Assassin's Creed hier? Aber sehr, sehr gut gemacht und wie ihr seht, das klappt eigentlich echt gut. Können wir auch hier runter? Ja, wir können. Oh ne. Dann probieren wir das mal hier. Hier auf dem Spielplatz früher. Wir haben auch so ein Menü. So. Ach. Ja, komm. Auf. Da sehen wir auf jeden Fall die Runen, die wir jetzt hier eingesammelt haben. Uns fehlen jetzt noch 5. Und unsere Aufgaben: Fix and Move the Cart. Also hier ist irgendwo eine kaputte Karren oder so, der kaputt, den wir reparieren müssen, wahrscheinlich mit dem Wagenrad. Ach Junge. Enter the War Room Building. Also, lauf. Ich hab noch eine Kiste. Ja, da ist er auch direkt. Guck mal. Komm mal hier. Komm her. Ich nenne dich Brutus. A book on the Grand Master. Also, sind die States, our Grand Master. Okay. Da sieht aus. Ja, guck mal. Hier haben wir doch schon unsere. Und schon repariert. Jetzt können wir den noch hier wegfahren. Boah, das klappt auch echt gut. Du musst da weg, Junge! Okay. So, ich würde sagen, bevor ich jetzt hier reingehe, also hier ist der War Room. Sammle ich alle Runen ein und ja, dann sehen wir uns gleich, wenn ich hier die Tür wieder öffne. Okay, Leute, ich habe alle Runen, wie ihr seht.
Mir wurde auch gesagt, ich habe hier alle Runen in dem Bereich abgegrast. Ich zeig euch das nochmal kurz. 10 von 10. Das heißt, wir müssen jetzt hier rein und schauen, was uns da erwartet. Okay, das ist der War Room scheinbar. Grandmaster, Grandmaster, quickly, I'm here in the closet. Okay. Sagen wir mal kurz hier. Da. Ja, der hat von rechts. Ja, ich bin doch hier. You sly devil, you. I hate to be a muck spout, but it's bloody anarchy out in our realm. I've just gotten off the boat at Fallen Oak Harbor and things went absolutely pear-shaped. The whole town was ablaze and people were getting slaughtered by what looks like the undead from our very army. I barely escaped with my life, but I picked up this crossbow from one of those wretched creatures on me way north. Although only someone with the right runes of power can wield it. Take a gander, Grandmaster. And in the meantime, I'd be willing to purchase any goods or trinkets you have as well. Okay, der hat diese Armbrust gefunden in der Stadt, die angegriffen wurde. Alle wurden von irgendwelchen Untoten abgeschlachtet. Und ja, wir können das Teil jetzt, glaube ich, hier erwerben. Yeah, as I suspected. You'll need more of those rune artifacts to properly wield it. Okay. When you do, and I'll happily sell it to you. Okay, uns fehlt noch eine Rune. Dann können wir das erwerben, das Teil hier. Also müssen wir wieder zurück. Hey, where do you think you're going with that, Grant? Hier ist doch schon mal eine. Okay, jetzt gehen wir nochmal hin. Your gauntlet showed me that you have the required rune artifacts. So here's my fairest price for the crossbow. Your counter buy offer 200. Make a better offer than that, Grandmaster. Also, scheinbar haben wir 124. That's far too low an offer, Grandmaster. Do you take me for a fool? Kann man das ja auch opfern, oder? How about this price? Warte mal. So you have the required runes. Now here's my price for the crossbow. Ja. I don't think you have enough gold to make an offer like that, Grandmaster. I don't think you have enough gold to make an offer. Okay, like that, wir müssen noch was aufsammeln. Ich würde sagen, ich sammle jetzt hier alle Kelche und so weiter in dem Raum hier und danach geht's mit der Story weiter. Dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute, ich glaube, ich habe alle Münzen hier eingesammelt, die es gibt. Jetzt gehen wir noch mal schauen. G'day, Grandmaster. It's good to see you again. Ja. Very good. You have the runes of power needed. I think this is a fair price for the crossbow, Grandmaster. Jetzt gib mir das auch. I don't think you have enough gold to make an offer like that, Grandmaster. Okay, keine Ahnung. Ich habe 170. You drive a hard bargain, but it's a deal. Now fork over the coins, Grandmaster. Ha! Okay, cool. Kann ich das hin tun auf dem Rücken? Lass uns erstmal hier rausgehen. I'll see you around, Grandmaster. Okay, cool. Komisch. Ah. Ach so, den Bogen habe ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe jetzt nur noch diese Armbrust. Ja, egal. Okay, ich habe aber gerade beim Goldeinsammeln habe ich noch ein kleines Rätsel gesehen. Und das war hier. Also wir müssen zwei von diesen Figürchen finden. So, und beim Gold einsammeln habe ich eben, ich möchte euch die Standpunkte mal kurz zeigen, hier eine gesehen. Und dann war, glaube ich, da ganz hinten in der Ecke irgendwo noch was. So, und dann war ja hier eine Rune, da oben auf dem Kronleuchter war eine Rune. Die habe ich ein bisschen länger gesucht, weil die so ein bisschen versteckt war. Die kann man dann mit dem Bogen runterholen. Und jetzt fehlt mir quasi nur noch eine Rune.
Und dann haben wir das hier auch komplett. So, jetzt schauen wir mal. Unser Inventar. Ha! Hier die Schublade hier auf. So, okay. So, da hinten war eine Truhe, die hatten wir eben am Anfang gesehen, die war leider zu. So, und die haben wir jetzt den Schlüssel für. Ne, das ist das Schwert. Ich muss mich mal kurz nochmal drehen. Das ist die letzte Rune. All the runes have been collected here. Go forth with their strength. Okay. Wie gesagt, ich weiß noch nicht so ganz genau, was uns das bringt, aber okay. So. Und hier, der Kollege hat eine Nachricht für uns. Ach, der sieht ja echt süß aus. Guck mal, der geht uns auch immer hinterher. Ja, hast du fein gemacht. Lass mich in Ruhe. Beware of the God's intentions with you. Your soul could lead to our salvation. Or our cremation. High priests of... Okay, ich soll aufpassen auf die... ja, die Ideen, die die Götter mit mir haben oder was die Götter da mit mir vorhaben. Das könnte auch mein Tod bedeuten. Der sieht echt cool aus. Gut gemacht. So, okay. Jetzt gehen wir mal weiter. Gucken wir uns mal hier kurz die Bücher an. An account of the undead knight's arrival. It states... On October 14th of this year, the first attack from the Shadow World occurred. Okay, da wird erklärt, wann die Untoten kamen. Untaten. Was zähle ich denn hier? So, was haben wir hier? A book on the symbols of Evelyn and Adaroth. Ein Pentagramm. It reads, the three moons symbolize the purity, love and light that our goddess Evelyn shares throughout the world. And the five points of Adaroth's pentagram symbolize the spirit, air, earth, water, and fire in the world. Although a pentagram alone is not complete without a moon to contain and protect its power and darkness. Die fünf Elemente. Hier noch irgendwas? Nö, ne? Ach cool, man kann hier echt alles anfassen, wegschmeißen. Einfach genial. Also seit echt sehr langer Zeit mal wieder ein richtig geiler Titel, finde ich. Habe ich hier die Schubladen eigentlich geöffnet? Ja, 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 ja. Prost! Okay, dann schauen wir mal. Hier ist noch eine Münze. Wow! Können wir uns den irgendwie auf unsere Armbrust machen? Dann haben wir so ein Zielfernrohr. Natürlich nicht. Hallo? Wir haben auf jeden Fall eine Landkarte. Und wahrscheinlich die Punkte, die überall angegriffen werden. Excuse me for the gaggen. Oh, yes, yes, welcome. What is on your mind, my young master? What troubles me is the attacks on our people from the Shadow World. How do I fight an enemy I cannot find? That's good. Yes, these are troubling times for us all. Only faith in our gods can guide your way. Nur die Götter können mir den Weg weisen, okay? Yes, and the goddess of light has spoken to me in a dream. She says she will provide aid in this fight, but all I was given was this torch. Also hier diese Fackel. The goddess has spoken to you? Ja, when? Sag ich doch. Where? Im Traum. Er glaubt mir nicht.
In the armory, she said I am the only one with the power and skill to save our people, and that I must bring light to this darkness that threatens us all. Okay. Ja, die hat halt gesagt, dass ich der Einzige bin, der hier die Welt retten kann. Und ja, die Kraft und die Skills habe, um unsere Leute hier zu retten und um Licht in die Dunkelheit zu bringen. This is marvelous news. So maybe you are the one to foresee the next attack. I've marked the locations of the undead incursions on the map, but I haven't any idea where the next attack will be. Can you draw a pattern between these 5 attacks? Okay, wir sollen jetzt hier irgendwas markieren. I don't see what that pattern shows us. Okay, ich hab eine Idee. Falls ihr euch jetzt nicht spoilern lassen wollt, überspringt doch ein bisschen, damit ihr selbst ein bisschen rätseln könnt. Ich hole mal kurz das Buch. A pentagram on its own is even believe. Pentagramm. Wir fangen einfach mal von oben an. Ja, war richtig. By the gods, it's a pentagram. Ja. This is Lord Adaroth's doing. And if what you suggest is correct, the next attack will be here. We must prepare our defenses. Shall we head to the barracks now? Okay, er denkt jetzt, dass der nächste Angriff genau hier stattfinden wird. Weil das sind die 5 Punkte, die schon angegriffen wurden. Und wir sind jetzt im 6. Ja, wir direkt los. Alright, take this healing potion for the battles to come. Also ruhig mal vollmachen. Oh no, it may be too late. Hurry, Grandmaster. Dem Typ wird auf jeden Fall besser ein Bart stehen zu dieser Stimme. Okay, los geht's, Leute. Alter! Oh, ist das krass. Wow. Ich kann mich auch nicht bewegen, Leute. I am Lord Adaroth, the God of Darkness, Keeper of Souls, and soon to be Usurper of the Anarian Realm. Also, der ist geschützt. Your people will never again find sanctuary in death. Their corpses are mere vessels for my faithful army. Also die werden keine Zuflucht mehr finden im Tod. Trapped in my domain for all eternity. Die Toten werden seine Gefäße sein. I have different intentions for your soul, Grandmaster. Wer hat was mit meiner Seele vor? Now, my loyal knights. Boah, ist doch echt krass geil. Da interessiert mich nochmal, wie die Leute das mit der Pimax dann finden. Und nicht mehr mir. Abgeblockt. Ha! Und jetzt? Das Schild muss weg hier. Der zieht mir echt ab hier. Ha! Schade, ich wollte noch einen Pfeil reinballern. Okay, dann nehmen wir noch was ein. Wow! Ihr seht scheiße aus. Ich hätte gern Schild. Damit kann ich auch abwehren. Komm. Jawohl. Und jetzt? Ich glaube, ich gehe gleich kaputt hier.
Okay, die Untoten muss man echt köpfen. Jetzt versuche ich das aber mal. Schade, ich dachte, in der Luft könnte ich ihn dann irgendwie. Was ist jetzt los? Wow! Alter! Chill! Der brennt! Wie geil ist das denn? Kann ich hier eine Waffe aufheben noch? Hab ich jetzt meine Waffe weggepackt, meine gute? Nein! Flieg! Okay, meine gute Waffe ist weggepackt, glaube ich. Grandmaster, retrieve the souls from the enemies you have slain. Wie wechsle ich jetzt hier meine Waffe? Die will ich jetzt wegtun. Ha, okay, jetzt habe ich es. Weil das ist ja dieses spezielle Schwert, das ein bisschen mehr Schaden gemacht hat. Ist ja alles zerstört hier. Step into the light, Grandmaster. Ja, mach ich. Wo ist mein Hund? Haben die meinen Hund getötet? Ist ja alles weg. Da liegt noch der Kopf. Aber es läuft so flüssig, kein bisschen, ruckelt kein bisschen, was ich sonst so von ein paar Spielen kenne. Wenn die noch in so einer, frühen Phase sind. Göttin! Grandmaster, this is the fate of your world. And to save your people, you must travel to a place void of the living. This place you will go, and the task you will undertake, will be a greater challenge than any you have faced before. But you won't be alone. Light my flames in this darkness, and retrieve the souls of your men. Through their spirits, I will give you the strength to carry forth in your quest. Okay, scheinbar will die mich in irgendwie in Dunkelheit schicken, um das Böse zu bekämpfen. Na, lass uns mal überraschen. All of these knights died in honor, and as long as myself and others still stand, they will never be forgotten. But do you know of Edward's desire with my soul? Why am I so different to him than others? Ja, alle Krieger hier sind im Guten gestorben, kann man ja sagen. Und er versteht jetzt nicht, was dieser Edderod, der da gerade war, mit unserer Seele vorhat. Warum ist er so unterschiedlich im Gegensatz zu alle anderen, die hier so rumliegen? Das nehmen wir auch mal. I have faith in your words, Grandmaster, and you will learn the power of your soul when the time is right. But now, you must hurry. Use your torch to relinquish the souls you have retrieved and make haste to the ungodly shadows. Ah, okay, wir können uns jetzt hier Upgrade holen. Ich würde sagen, lass uns einmal hier Schwert upgraden. Und mehr haben wir jetzt sowieso nicht abgesehen. Wir hatten vier, jetzt haben wir nur noch einen. Kosten waren drei Seelen. And as I said, Grandmaster,
this shadow world you seek has no place for the living. Oh, God. Farewell, brave warrior.